Herzlich willkommen zu diesem kurzen Grundlagen-Grundkompetenzen-Video und heute geht es um die Frage Dokumenten, Webseiten als PDF speichern. PDFs kennst du ja, ich habe hier eine PDF-Datei geöffnet. Und die haben ja den Vorteil, dass wenn man sie weitergibt, man sie gut anschauen kann, wenn man sie also teilt, man sie aber nicht so einfach dann verändern kann. Wie schaffe ich es jetzt dann, eine Webseite zum Beispiel als PDF zu speichern? Das geht einmal ganz einfach in Programmen, wo das schon fix vorgesehen ist. Hier zum Beispiel Microsoft Edge, gehe ich auf die drei Punkte, gehe dann auf Drucken und habe hier dann schon eingestellt, was Microsoft mir nämlich beim Edge möglich macht, als PDF speichern. Es gibt aber auch hier eine Windows-Möglichkeit, also jeder, der Windows verwendet, kann hier nämlich hier als Drucker Microsoft Print to PDF verwenden. Und das funktioniert dann natürlich nicht nur in den eigenen Programmen von Microsoft, sondern hier zum Beispiel habe ich den Firefox geöffnet, ich gehe hier wieder herein, gehe wieder zum Druckermenü, habe hier meine Seite, die dann vielleicht gedruckt wird, dargestellt, gehe auf Drucken, wähle mir dann den Drucker aus und das wäre in dem Fall dann hier Microsoft Print to PDF. Das heißt, wenn du etwas ausdrucken möchtest, aus welchem Programm auch immer, es muss kein Browser sein, dann wähle das Druckermenü aus und dann suchst du dir Microsoft Print to PDF. Und so kannst du praktisch alles dann, was du auch ausdrucken kannst, dann als PDF speichern. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich gleich wieder im nächsten Video.